Weit, weit weg und fernab von allem lebte Erdbeerkönig Fleckermaul mit seinem Gefolge. In seinem Königreich floss die Milch, die Wasser durch Flüsse und Bäche. Das benachbarte Land, welches von Kirschkönig Honigsüß regiert wurde, lebte in Freude und Eintracht mit dem Erdbeeren. Plötzlich wurde Fleckermauls Tochter sehr krank. Das einzige Gegenmittel war Honig aus dem Land der Kirschen. Doch die Kirschen wollten keinen Honig geben. Und aus diesem Grund sammelte Fleckermaul eine Armee und zog gegen Honigsüß. Timo, hörst du jetzt bitte endlich mal auf, mit dem Essen rumzuspielen?